Also es ist viel intensiver, das merke ich schon daran, dass ich viel weniger Schlaf bekomme und natürlich meistens auch erst relativ spät oder früh am Morgen, je nachdem, nach Hause komme. Und man kriegt natürlich einen ganz anderen Einblick von der Fasnacht, weil man sonst ja einfach nur als Umzugsbesucher irgendwo am Straßenrand steht oder halt in der Halle sitzt und denen vom Platz aus zuguckt. Wenn man plötzlich mittendrin ist, dann sieht man auch, wie wahnsinnig viel Arbeit das ist, wie viel Herzblut die Fastnächter da hineinstecken. Und wenn man zum Beispiel, was ich jetzt diese Woche machen konnte, beim Zunftabend auch mal hinter die Kulisse guckt, dann spürt man auch die Nervosität der Akteure und sieht, was da an Logistik alles hinten dran steht. Ich glaube, die Arbeit und den Einsatz kann man gar nicht hoch genug einschätzen und ich tue mich jetzt wirklich schwer, das in eine Zahl zu fassen, aber ich gehe davon aus, dass das viele Stunden ehrenamtliche Arbeit sind und dass ein richtiger Fasnächtler wahrscheinlich die ganze Zeit, das ganze Jahr über, vielleicht sogar jeden Tag irgendwie an die Fasnacht denkt und gerade auch bei der Narrengilde ist es ja gesetzt, dass die sagen, wir wollen immer noch ein bisschen besser werden, wir wollen uns auch verändern, wir wollen mit der Zeit gehen und das Gleiche gilt natürlich auch für die Narrenzunft, die sammeln das ganze Jahr über Themen und erst wenn es dann natürlich so in die Endphase geht, wird dann geschrieben, wird dann geprobt. Aber im Grunde ist es ein Einsatz von einem ganzen Jahr. Mit dem hervorragenden Ergebnis natürlich.